Ich bin Annelien van Offel, die Autorin von Hier ist alles sicher. Das ist mein allererstes Buch. Ich habe 7 Jahre daran gearbeitet, zwischen meinem 21. und 28. Lebensjahr. Eigentlich begann das Buch mit einem einzigen Bild, mit dem einer Mutter in einem Krankenhausbett. In diesem Krankenhausbett liegt ihr Sohn, den sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Bis sie irgendwann eine Mail bekommt. Komm nach Israel, Mama. Immanuel ist ihr Ex-Stiefsohn. Sie hat ihn 10 Jahre nicht gesehen, nachdem die Ehe mit Immanuels Vater gescheitert ist. Und als sie die Bitte erreicht, komm nach Israel, Mama, steht sie so unter Schock, dass sie sich fragt, bin ich eigentlich noch seine Mutter? Sie zweifelt zu lange und als sie endlich abreist, kommt sie auch zu spät. Schon dem ersten Satz des Buches ist zu entnehmen, dass er tot ist. In einer sehr frühen Version des Buches, ich habe sie übrigens noch hier irgendwo, soll ich sie mal holen? Sie war eine Abschlussarbeit an der Uni, habe ich das alles aus Immanuels Perspektive geschrieben, aus der eines jungen Israelis. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, das passt nicht so ganz. Was weiß eine Belgierin schon von einem jungen Israeli? Vielleicht ist seine Mutter die viel interessantere Figur, denn das wirft die Frage auf, ist das, was sie sieht, eigentlich wahr? Ist das, was sie denkt, eine korrekte Wiedergabe der Wirklichkeit? Das erzeugt gleich viel mehr Spannung. Ich habe also nicht 7 Jahre ununterbrochen an diesem Text gearbeitet, sondern 5 Jahre danach gesucht, wie ich diese Geschichte erzählen kann. Eine gut ausgebildete, ehrgeizige Frau um die 50 als Hauptfigur, das gibt es viel zu selten in der Literatur. Meist wird über solche Frauen geschrieben oder aber sie werden auf ihre Mutterrolle reduziert. Insofern ist dieses Buch auch eine Art Auseinandersetzung mit der Mutterrolle. Wo beginnt Elternschaft und wo endet sie? Ist das etwas rein Biologisches oder nicht? Ich habe 4 Recherchereisen nach Israel hinter mir, weil ich es extrem wichtig fand, dieses Buch gründlich in der Realität zu verankern. Ich bin nicht die ordentlichste Archivarin. Es beruht auf vielen, vielen Interviews mit israelischen Soldaten, ihren Familien und Müttern. Dieser junge Mann hier hat mir zum Beispiel erzählt, wie er in der Armee einen Unfall hatte, bei dem seine Hand verletzt wurde. Dieser junge Mann ist letztlich genau so ins Buch gekommen, als jemand, den Lydia auf ihrer Reise kennenlernt. Trotzdem ist dies kein politisches Buch geworden, sondern die ganz persönliche Geschichte einer Mutter, die verzweifelt versucht, das Leben ihres Kindes zu rekonstruieren, das gegen ihren Willen woanders aufgewachsen ist. Wie kann man hier leben? Wie kann man in einem Land wie Israel leben? Diese Frage habe ich 2 Jahre lang unglaublich vielen Leuten gestellt, bis mir eine sehr kluge Person die Frage zurückgespiegelt hat. Wie kannst du in Brüssel leben? Von da an kam ich dem Kern des Buches auf die Spur, nämlich unseren eigenen blinden Flecken. Ich begriff, dass die Frage, die ich fälschlicherweise so lange anderen gestellt hatte, eigentlich mir selbst galt. Was macht man sich alles vor, um das Leben leben zu können, das man lebt? Was lässt man außen vor? Das Schwierige an diesem Buch war, dass wir es hier mit einer Frau zu tun haben, die schon ab der ersten Seite zusammenbricht. Die hat etwas Schreckliches erlebt. Trotzdem wollte ich nicht zu emotional werden. Deswegen habe ich ihre Verzweiflung in der ersten Szene durch einen Riss wiedergegeben, der sich immer weiter verzweigt und das ganze Land erfasst. Ich finde es als Autorin fantastisch, so mit Sprache zu arbeiten, dass ich Dinge sichtbar machen kann, die es im Grunde gar nicht gibt. Ja, mit Worten etwas offenlege, das vielleicht auch existiert, das wir aber normalerweise so nicht wahrnehmen oder sehen, dass es überall Brüche und Risse gibt.